in meinem Verein für diese nette Initiative, dass wir heute über die Familiengründung sprechen dürfen. Und ich weiß nicht, wie viele von den Anwesenden sind schon verheiratet. Mindestens einmal, ja? Gut. Und wer hat es vor, in den kommenden 2-3 Jahren zu heiraten, wenn die Angelegenheit ist? Und wer hat noch nicht diesmal den Termin festgestellt? Wunderbar, gut. Der Termin ist noch nicht fest, heißt noch nicht, dass man nicht morgen heiraten dürfte. Ja, aber der Termin ist noch nicht da. Weil die richtige Person ist noch nicht da oder weil die Hormone uns noch nicht verrückt gemacht haben. Der Baruan hat heute bei der Morallesung jetzt mal von Sultan Mehler gesprochen und vorgetragen. Ja, ihr wollt ihn immer noch auf und wieder gut. Oder ihr glaubt, haltet die Abmachungen. Und heiraten ist auch eine Abmachung, ist auch ein Vertrag. Einerseits mit Allah subhanahu wa ta'ala, andererseits mit der Gesellschaft, andererseits mit der beiden Familie und dann zum Schluss zwischen Mann und Frau, wie die beiden die Ehe führen werden. Es ist nicht nur ein Mann und eine Frau haben sich zufälligerweise irgendwo getroffen und haben eine gewisse Sympathie gespürt und gesagt, ja gut, dann passen wir zusammen, wir heiraten, sondern es gibt noch einen Prozess, der sagt, wer wird noch involviert, wer entscheidet mit für diesen Vertrag und welche Abmachungen da sind und der Vertrag bekommt auch seinen Wert davon, unter wem der Vertrag abgeschlossen worden ist. Ich möchte mich am Anfang entschuldigen für den Vortrag, für diejenigen, die es gewartet haben, dass es wie eine Freitagspredigt, nur etwas Religiöses, weil es ist nicht nur, es ist auch nicht nur Soziales, es gibt auch selbstverständlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns den Koran und den Islam gesandt hat als Richtschnur für unser Leben, dass wir schauen, wie Allah subhanahu wa ta'ala mit uns zufrieden ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesandt hat als eine Vervollständigung für das eigenen Manieren der Menschen, die da sind. Und da möchten wir heute auch schauen, ob unsere Manieren alle, wir angeschlossen, selbstverständlich, auf dem besten Art und Weise, auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala ist, ja oder nein. Der Koran und die Sunna des Propheten gibt uns auch viele Ratschläge für die Themen des Alltags, des Lebens, darunter selbstverständlich auch das Thema Heiraten und damit die Beziehungen unter den Menschen und Mitmenschen reguliert werden. Auch im Koran gibt es auch die Beziehungen zwischen Menschen und Mitnatur. Wie wir mit Tieren, wie wir mit Pflanzen, wie wir mit dem Potenzial, was Allah uns zum Leben gegeben hat, umgehen werden, damit wir das genießen, dass wir auch das weiter vererben an die nächste Generation. Ich möchte nur sagen, dass manchmal bekommen wir so eine leere Folie. Und bei der leeren Folie bekommen wir so mal ein Karo und da sagt, ich brauche eure Mitarbeit. Es wird nicht nur jetzt mal ein Vortrag die ganze Zeit sein. Ich vermute 5, 6, 7 Mal kommt so was Schönes und sage, bitte, liebe Geschwister, ihr solltet die Frage beantworten. Da gibt es noch 2 Tafeln da hinter mir. Da soll jetzt mal eine von den Jungs, eine von den Damen da kommen, etwas notieren, was ihr denen diktieren werdet. Verschiedene 200 Karteikarten sind da, damit wir auch 2, 3 Runden zum Schreiben. Wer hat keinen Kugelschreiber dabei? 1, 2, 3, ihr bekommt es nur ausleihweise. Heute am Schluss bekomme ich das zurück, inshallah. Und wenn wir das machen, dann sind wir inshallah zufrieden. Ja? Gut. Dann will ich noch anfangen, dass wir sagen, dass wir alle und alle Menschen versuchen, auf alle Kunst und Berufsleben sich vorzubereiten. Und wir bereiten uns auf alles vor. Wer Ingenieur sein möchte, wer Mediziner, wer Rechtsanwalt, wer Putzkraft arbeiten möchte, wer ein Maschinenschloss arbeiten möchte, da gibt es eine Ausbildung dafür. Aber es leidet darunter das Wichtigste von diesen Berufen, von dieser Aufgabe dabei, das heißt die Ehe. Wir bereiten uns sehr schlecht auf die Ehe oder wir werden schlecht vorbereitet von unseren Eltern. Man geht davon aus, wofür? Das geht ganz einfach. Seit Adam bis heute heiraten die Menschen. Warum soll ich mein Kind vorbereiten? Warum muss ich mich vorbereiten? Alle Ehen gehen wunderbar, vielleicht.
Und sogar Ahmed Khalif hat geheiratet, warum ich nicht? Das heißt, wenn ich sehe, dass jemand geheiratet hat, ich habe meine eigene Erfahrung, dann sage ich, ja, ich werde es inshallah besser machen. Und da ist die Frage, was möchte ich, wenn ich über das Thema Familie gründlich spreche? Ich bin hübsch, von mir alleine, ein wunderbarer, schöner Schwan, aber noch hübscher, wenn wir zu zweit sind. Und ich glaube, viele von den Anwesenden möchten zu zweit sein und wenn ein paar Kinder auch dazu kämen, noch viel schöner sein. Ja, das ist jetzt mal der normalen, menschlichen, naturellen, was heißt menschlich, auch jetzt mal tierisch, ist auch jetzt mal, dass ein Schwan allein ist für den sehr langweilig. Wenn wir über die Familiengründung sprechen, dann stelle ich mir immer die Frage, was ist das, die Familiengründung für uns? Was stelle ich mir vor, dass ich eine Familie gründen möchte? Was ist eine Familie überhaupt? Wir kennen einen Bruder Ahmed von Denver, oder? Wer kennt diesen Mann? Ahmed von Denver. Was heißt von? Außer Familie Denver. Was heißt Ahmed al-Khalifa? Außer Familie Khalifa. Das heißt, irgendeine Person von uns hat auch einen Familiennamen. Das heißt, ein Stück von meiner eigenen Identität ist meine Familie. Und diese Identität, die ich bekommen habe aus meiner Familie, werde ich weiter vererben an jemand anders, an den Partner vielleicht, Teil davon, wenn wir uns aneinander ein bisschen anpassen, oder an unsere gemeinsamen Kinder später, die bekommen etwas von dieser Familie. Das heißt, die Familie ist nicht nur etwas auf einem Blatt Papier, der hat die geheiratet, bei diesem Standesamt, in Anwesenheit von zwei Zeugen, oder die haben islamisch geheiratet in dieser Moschee, an diesem Tag, unter diesen Bedingungen. Es ist nicht nur das. Es ist auch eine Familie, die vor uns existierte, hat uns etwas gegeben, bestimmte Werte, bestimmte Eigenschaften, und diese Eigenschaften geben wir weiter. Natürlich sind wir nie als Kinder zufrieden mit den Werten, die wir von den Eltern erzwungenerweise bekommen. Wir möchten allein tun, ich möchte ich sein. Ich möchte, dass meine Persönlichkeit gewährleistet wird und respektiert wird. Liebe Eltern, ich werde niemals euch abkopieren. Stimmt. Das haben wir das Recht, selbstverständlich. Aber am Schluss, ich bin das Ergebnis von dieser Familie und irgendwann zeige ich das gleich. Meine Frage oft für mich und für viele andere, wenn man sagt, ich möchte heiraten, ist es nur, dass die Willigkeit da existiert, ich will heiraten, oder die Fähigkeit, eine Familie zu führen, ist auch da. Der Prophet Sallallahu hat gesagt, ja, Maschal al-Shabab, man ist total abhängig, wer hat das ihr Jugendlichen, wer von euch die Familie führen kann, er soll heiraten. Und wer das nicht tun kann, dann soll er fasten, damit er seine Bedürfnisse, seine Triebe ein bisschen zügeln kann, bis er die Familie führen kann. Was braucht die Familie von mir, damit ich jetzt mal eine Familie führen kann? Ich bin geistig toll. Jeder von uns ist geistig toll. Ich kann Befehle geben jeden Tag für meine Frau, was sie machen möchte. Ich kann meine Kinder schimpfen. Ich kann, was noch? Was brauche ich noch als Vater? Was brauche ich als Mutter? Dass ich sage für meinen Mann, ich mache es nicht, mach was du willst und ich schimpfe auch meine Kinder. Wir brauchen nicht mehr. Oder brauchen wir noch ein bisschen Geld? Oder brauchen wir jetzt mal eine bestimmte Beziehung zur Gesellschaft? Was brauchen wir? Damit ich mich prüfe, bin ich in der Lage, ja oder nein? Sage ich heute, Ahmed Khalifa, Bundespräsident, wird jeder lachen sofort. Haha, Betrüger oder ein Scherz. Wenn ich sage, ich kann heiraten, hat niemand gesagt, du bist ein Betrüger. Das ist ein Scherz. Wenn ich 18 Jahre alt bin, dann bin ich jetzt mal geschäftstüchtig, ich kann alles machen, was ich will. Sogar ein Handy mieten und bezahlen und einen Vertrag für das Handy und auch Heiratsvertrag abschließen beim Standesamt und ich bin voll geschäftstüchtig dabei. Reicht es aus, dass ich auch einen Ehevertrag abschließen kann vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich die Verantwortung tragen kann? Und da erinnere ich mich an die Geschwister in Indonesien und in Malaysia. Wenn die Leute nach Hajj, nach Mekka reisen möchten, die sollen einen Hajj-Führungsschein haben.
Er soll das üben, 1, 2, 3 Jahre. Dann hat er einen Führungsschein. Dann weiß er ganz genau in diese 3 Jahre, was er machen wird, wenn er in Mekka und Medina wird. Es ist für alle Araber ein Zufall. Man kommt da und weiß nicht, was er macht. Man fragt jeden Tag in der Früh, was gibt es heute zu tun? Das ist die Liste von heute. Nach 10 Minuten fragt man seinen Nachbarn, ich habe das getan, reicht das aus oder nur soll ich mehr tun? Nee, mach das auch dazu. Das war vor dem. War richtig, war es falsch. Und dann kommt man nach München und sagt, liebe Leute, ich habe das vergessen dort. Muss ich die Reise nochmal wiederholen, ja oder nein? Das erlebe ich immer. Die Geschwister in Malaysia und Indonesien, die haben dieses Erlebnis nie. Man lernt es zuerst, dann reist man dorthin. Und wer von uns jetzt mal ein Auto fahren möchte, wer von uns hat einen Führerschein? Fast die Hälfte. Wer möchte gar keinen Führerschein machen? Niemand. Das heißt, weil jeder von uns einen Führerschein machen möchte, dann muss ich sagen, ich erreiche ein bestimmtes Alter, ich werde kontrolliert beim Arzt, auch beim Augenarzt, dann werde ich lernen, werde ich Prüfung, einmal Theorie, einmal Praxis und ich hasse den Lehrer, den Fahrlehrer, oder? Wer hat Führerschein? Wir haben alle den Fahrlehrer gehasst. Der schlimmste Lehrer der Welt ist der Fahrlehrer, aber wer konnte auf ihn verzichten? Keiner. Wie viele Leute haben die normale Schule verlassen und gesagt, ich mache nicht weiter. Nach der 9. Klasse mache ich nicht weiter. Ja? Aussteiger von der normalen Schule, ja. Aussteiger von der Universität, ja. Aussteiger von der Fachschule, niemals. Wir hassen denen, aber wir sind denen hörig. Stimmt? Ja, genau. Könnte ich jetzt mal das transferieren und sagen, beim Heiraten brauche ich jetzt mal eine Fachschule? Und das hat der Mama uns heute erstmal angekündigt. Wir möchten in diesem Jahr eine Art islamische Fahrschule tun. Auch der Hass mir gegenüber schadet gar nicht in Werte rein. Ja? 10, 12 Mal, da wird das alles erledigen. Das heißt, ein Eheführungsschein ist wichtig, ein Autoführerschein ist auch wichtig, aber weil nicht jeder, der einen Führerschein hat, besitzt ein Auto, aber ich gehe davon aus, dass jeder mit oder ohne Eheführungsschein wird eine Familie irgendwann gründen wollen. Oder manchmal müssen. Es gibt auch jetzt mal die 20 Ehe, wie die Presse in Deutschland darüber spricht. Jeder von uns ist belastet mit verschiedenen Erfahrungen. Die schöne, die doppelt schönere. Ja, nämlich, welcher ist der Mann davon? Der rechts oder der linke? Der linke. Warum der linke? So sind die Männer. Die spielen das jetzt mal ganz lieb. Da geht jetzt mal den Kopf weg und sagt, ich sehe nicht, aber der schaut von der Seite. Ja? Da sind immer die Männer. Ist ein bisschen größer, auf jeden Fall. Nicht nur im Kopf, sondern auch jetzt noch ganz im Körper. Und die Frau hat noch viel schönere Farben dabei. Gut, auf jeden Fall. Die Erfahrungen sagen für uns alle, für alle Menschen der Welt, es gibt nichts leichter, als eine Familie zu gründen. Ich sehe jemanden, nett, lieb, schön, hübsch, reich, lustig, eine gewisse Harmonie ist da, die Hormone erlauben uns, dass wir heiraten. Viele Personen heiraten nach dem Wunsch der Freiheit. Ich halte es nicht aus mehr bei meinen Eltern. Ich möchte Freiheit haben, denke viele Männer auf jeden Fall. Männer heiraten gerne, wenn wir Freiheit. Ich habe es erlebt bei uns zu Hause. Mein Papa hat immer erlaubt und bestimmt, wann wir zu Hause sind, wann wir rausgehen, meine Mama hat immer bestimmt, was wir essen. Ich hatte gar keine Freiheit. Ich habe gesagt, irgendwann in Schala will ich heiraten. Und ich gehe raus, weil ich will. Ich komme nach Hause zurück, weil ich will. Ich werde meiner Frau jeden Tag befehlen, was sie kochen muss. Ich bin schon 40 Jahre verheiratet. Ich habe nichts Freiwilliges bestimmt bis heute. Die fragt mich jeden Tag in der Früh, Ahmed, was möchtest du heute essen? Ich sage, es heißt. Sagt, weißt du, wir haben gestern Reis gekocht. Ja, warum fragst du? Ja, was machst du heute? Ich sage, ich mache Nudeln. Sag ich, okay, es geht auch, Nudeln. Sag, ja, und neben Nudeln, was brauchst du? Ja, Hähnchen. Hähnchen haben wir letzte Woche gehabt. Warum fragst du diese Dame jeden Tag? Und wenn ich komme, jeden Tag hat sie etwas anderes gekocht. Genau wie meine Mutter vorhin. Das heißt, meine Frau ersetzt meine Mutter, dass sie bestimmt, was ich esse. Und meine Kinder haben immer bestimmt, wenn ich nach Hause komme.
Papa, wann kommst du heute um 8? Papa, ich habe heute Mathe. Kannst du nicht ein bisschen vorher kommen, mir zu helfen? Ja, ich komme früher, liebes Sohn. Mein Papa hat mal bestimmt, heute bestimmen meine Kinder und alhamdulillah, ich denke, ich bin der Mann, der alles entscheiden kann. Der Wunsch nach Freiheit ist ganz interessant für viele Männer. Und kluge Frauen sollen den Männern jetzt mal das ein bisschen vorspielen. Du hast die Freiheit. Bestimme, was du willst zum Essen. Wenn du nach Hause kommst, dann willst du was anderes. Reis ist jetzt mal ungesund und Fleisch habe ich nicht gefunden. Und Fisch, sag mal, hat Salmonellen und ich habe gemacht, was ich will. Nur dir zuliebe habe ich das getan. Aber deine Wünsche, inshallah, ist morgen später. Bei der Ehe gibt es auch ein zweites Element, die Verantwortung tragen. Es gibt viele Leute, die gerne Verantwortung tragen möchten, nicht nur für sich, sondern auch für die ganze Familie und für die Partnerschaft. Nicht Ehe-Element ist auch dabei. Jede Familie ist eine besondere Familie. Ich kann nicht sagen, dass ich eine Kopie von meinem Vater bin, weil meine Frau keine Kopie von meiner Mutter ist. Und als Frau kann ich nicht sagen, ich bin eine Kopie von meiner Mutter. Meine Mutter ist eine tolle Mutter. Selbstverständlich, alle Mütter sind tolle Mütter. Aber als Ehefrau weiß ich nicht, wie meine Mutter war mit meinem Vater, 52 Jahre lang. Das wusste meine Mutter und mein Vater allein. Ich wusste nur, wie meine Mutter für mich eine Mutter ist. Aber wie ist die jetzt mal als Ehefrau, weiß ich nicht. Und dann erwarte ich jetzt mal nicht, dass ich und meine Frau eine Kopie sind von meinen Eltern oder von ihren Eltern. Wir sind eine neue Mischung von zwei individuellen Personen. Selbstverständlich, jeder von uns hat von seiner Familie etwas mitgebracht, viele Elemente. Und dann möchten wir uns jetzt mal anpassen mit diesen wunderbaren, schönen Elementen, die wir mitgebracht haben in der Ehe. Meine Erfahrung, ach genau, woher haben wir unsere Erfahrungen über die Ehe? Erfahrungsquelle. Ja, ich brauche 5, 6, 7. Ja. Den Eltern haben wir gesehen, wie die Eltern die Familie führen. Dann sage ich jetzt mal, meine Eltern sind toll, inshallah heirate ich. Meine Familie sind eine Katastrophe als Eheleute, als Eltern sind tolle Eltern. Als Eheleute sind Katastrophe, was mache ich? Ich führe eine andere Eheform. Das heißt, meine Eltern sind ein Maßstab. Sind die gut, ich mache das Gleiche. Sind die schlecht, ich mache es besser. Aber die Eltern vergesse ich niemals. Gut, Eltern sind da. Wer ist noch? Erfahrungsquelle? Fernsehen. Wie viele Serien sehen wir jeden Tag beim Fernsehen? Dritte Quelle? Aus der Gesellschaft. Das heißt, in der Oma. Wo in der Gesellschaft? Ja, genau. Freunde. Wie bitte? Freunde. Freunde. Die Freunde. Ich kenne Freunde, die geheiratet haben. Wer noch? Die Gesellschaft. Im Büro sitzen wir zusammen, wir sprechen. In der Uni sitzen wir zusammen, wir sprechen über die Ehebeziehungen dort. Das ist die Gesellschaft, die offene Gesellschaft draußen. Oder die Fernsehen berichtet davon. Was kommt noch? Möglichkeiten? Informationen über die Ehe? Der Prophet sollte es nehmen. Die Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie hat der Prophet geheiratet? Und wie die Sahaba geheiratet haben? Wie die Kinder des Propheten sallallahu alaihi wasallam geheiratet haben? Ist auch noch eine Quelle für meine Erfahrung vorher. Noch? Eine, zwei? Ach, die Damen, die da hinten zusammen diskutieren, brauchen eure Idee. Was habt ihr gesagt? Ihr habt eine Entscheidung für mich? Ja? Noch eine? Gar keine? Romane. Wie? Romane. Romane, genau. Das heißt, die Eltern sind eine Quelle. Die Geschwister sind eine Quelle. Die Freunde sind eine Quelle. Das Fernsehen, Video, DVD, Kino und die Romane und die Zeitschriften, die Geschichten, die Sira des Propheten sallam, von der Moschee, von unserer Jugendgruppe, überall hören wir Geschichten von Leuten, die verlobt sind, die eine Verlobung gehabt haben, die Verlobung beendet haben, die geheiratet haben, die glücklich sind, die weniger glücklich sind. Wir hören jeden Tag von diesen Geschichten. Haben wir uns einmal gesagt, weil ich solche negativen Geschichten gehört habe, ich heirate niemals? Es gibt schon, selbstverständlich. Es gibt Leute, die gesagt haben, ich habe es darunter gelitten, wie meine Tante oder zwei Tanten geschieden sind. Und ich habe es nur bei meiner Tante zu Hause gesehen. Ich möchte niemals heiraten. Ich habe es erlebt, wie meine Eltern nach 25 Ehejahren sich scheiden ließen. Warum soll ich auch jetzt mal 25 Jahren auch darunter leiden?
ich fange es gar nicht an. Ich töte meine Gefühle. Weil die Gefühle besitze ich nicht. Keiner von uns kann die Gefühle kaufen. Das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns erwartet. Damit ich weiter lebe, ich muss mich ernähren. Ohne zu essen, wird mein Leben ein Ende bekommen. Und das will Allah subhanahu wa ta'ala. Entweder ich entscheide, was ich esse, und wenn ich sage, ich esse gar nichts, was passiert bei mir? Ich spüre den Hunger. Der Hunger sagt, ach nein, du musst essen. Ich sage, nein, ich fasse im Ramadan. Dann sagt mein Magen, gut, ich bleibe bis 22 Uhr. Aber dann bekommt den Hunger noch einmal. Kann ein, zwei, drei Tage. Und irgendwann bekomme ich den Zwang, ich muss essen. Ich kann das ignorieren und ich sterbe. Aber ich kann nicht irgendwo sagen, ich lebe weiter, ohne den Hunger zu spüren. Und so ist es mal. Diese körperlichen Bedürfnisse, ob das beim Essen, beim Luftsein, das Notwendigste für das Leben ist Essen und Trinken. Darum bekomme ich Durst, bekomme ich Hunger. Oder ich esse gerne und ich warte, bis der Hunger kommt. Man sieht schon die Ergebnisse bei mir. Ja? Ich esse gerne, bevor dass der Hunger kommt, habe ich etwas gegessen. Ich trinke gerne, bevor dass ich Durst bekomme, habe ich etwas getrunken. Und da sehen wir es mal bei den Menschen, wie das Leben weitergeht. Und wenn ich sage, ich heirate nicht, ich spüre auch meine Hormone, meine Bedürfnisse, einen Partner, eine Partnerin zu haben, und dann sage ich ja, entweder ich folge diese Gefühle, diese Liebe, diese Harmonie, die ich gespürt habe, einem anderen Menschen gegenüber, oder ich lasse das töten und sage, ich mache es nicht. Es gibt viele, die als Priester da in einem Kloster sitzen und heiraten nicht, aber dann sollen die es mal selber ihrem Problem beenden. Nach diesen Erfahrungen entscheide ich jetzt mal, dass ich jetzt mal das besser machen werde, inshallah, in meiner Ehe. Heiraten, weil es ein Bedarf ist, damit die Menschen existieren auf dieser Erde, sehen wir es mal wie in diesem wunderbaren Industrie. Wer kennt schon diesen Lied? Backe, backe, backe. Wer kennt ihn? Ich werde nicht verlangen, dass jemand singt. Nur jetzt mal merken Sie. Jetzt mal singen? Ich bin schlimm. Gut. Jetzt mal, wunderbare, schöne Kuchen sind da und man kann Lust haben nach dem Essen. Und das ist auch jetzt mal im Alltag. Ich sehe jeden Tag Damen, ich sehe jeden Tag junge Leute, ob das auf der Straße, im Kindergarten, in der Schule, beim Beruf, in der Uni, in der U-Bahn, im Fernsehen, und ich bekomme Lust, irgendwann das zu bekommen. Und wenn ich jetzt mal Lust habe zum Essen, zu einem Stück Kuchen, dann weiß ich schon, Nummer eins, es gibt bestimmte Zutaten, die sollen stimmen. Und da gibt es ein Verfahren und jetzt mal gibt es ein Rezept, wie ich diese Zutaten zusammen mischen kann. So viel Mehl, so viel Butter, so viel Eier, trennen diese Eier, Eiergelb, Eiweiß, auseinander, dann mischen im Kühlschrank, 2 Stunden, 4 Stunden lassen und dann den Rest jetzt mal von den Zutaten vorbereiten und die Creme vorbereiten, jetzt mal rausholen in den Backofen, 180 Grad, wie lange? 1-2 Stunden und dann rausnehmen, prüfen, ob das alles stimmt. Wenn es stimmt, dann schneiden, dann füllen, dann nochmal wieder Kuvertüre, dann im Backofen, dann Ahmed Khalifa kommt. Ahmed Khalifa isst jetzt mal sein Stück Kuchen. Wie lange? Wie viel Zeit braucht Ahmed Khalifa? 2 Minuten. Wenn nicht schneller. Wie lange hat die Dame jetzt mal das gebacken und vorbereitet? 4 Stunden. Das heißt, die Vorbereitung, die Zutaten müssen stimmen, das Verfahren muss stimmen, Temperatur muss stimmen, die Zeit muss stimmen, damit es auch schmeckbar wird. Und wenn das schmeckt, sind wir alle zufrieden. Wenn das nicht schmeckt, dann sage ich, ich habe eine Schuld gemacht, ich habe es falsch gebacken, falsch geheiratet. Und so ist es. Ein Mann und eine Frau sind Zutaten. Alleine oder mit den Freunden? Sind die Freunde ein Bestandteil von den Zutaten oder ja oder nein? Ja, nein? Wer sagt ja? Wer sagt nein? Wunder. Die Mehrheit hat ja gesagt, aber das spielt gar keine Rolle, die Mehrheit. Es spielt nicht eine Rolle, wie viele sind mehr für die Freunde, aber sag es. Die Mehrheit, die gesagt hat, die Freunde sind ein Bestandteil, das sage ich,
weil ich habe es erlebt in meinem Leben, wie viele Eigenschaften habe ich von meinen Freunden bekommen. Die haben gesagt, Ahmed, komm raus, wir gehen heute ins Kino. Dann habe ich verpasst, jetzt mal meine Hausaufgabe zu erledigen. Dann haben gesagt, Ahmed, komm raus zum Fußball. Dann habe ich mein Gebet, Mittag und Nachmittag Gebet nicht verrichtet. Die Nachbarn, dann die Freunde, haben bei mir vieles entschieden. Der andere sagt, meine Freunde, niemals haben wir was falsch gemacht. Wenn ich beten möchte, habe ich gebetet. Wenn ich Hausaufgaben mache, habe ich das getan. Meine Freunde haben niemals den Einfluss gehabt. Gut. Aber ich sage es, die Freunde tun einen Einfluss. Starke Personen sind stark, weil die ihren Freunden gezügelt haben. Dann habe ich den Einfluss auf die Freunde gemacht. Dass die Freunde, wenn die sagen, ach, komm mal raus, ich sage, ich komme nicht raus, ich habe denen beigebracht, ich habe eine starke Entscheidung. Und dann ist meine Persönlichkeit so, ich brauche Leute, die zu mir hören und mir hörig sind, damit ich weiter mit denen leben kann. Und da, wenn ich einen Mann heirate, dann brauche ich einen Mann, der zu mir auch hörig wird. Oder heirate ich eine Frau, dann erwarte ich eine Frau, die mir auch hörig ist. Das heißt, meine Freunde, die auf mich eingeflossen haben, einen Einfluss geübt haben, oder die das nicht getan haben, sind ein Stück davon. Nummer zwei, sind die Eltern auch ein Bestandteil von der Entscheidung? Soll ich auch schauen, aus welchem Familienfeld der Mann, die Frau kommt, oder sind die nicht wichtig? Wer sagt, es ist wichtig, die Eltern kennenzulernen? Wer sagt, die Eltern sind nicht wichtig? Ich heirate einen Mann, heirate eine Frau, mehr brauche ich nicht. Gut, wenn ich sage, ich brauche die Eltern, dann muss ich auch wissen, was suche ich bei diesen Eltern? Ich lebe hier in Deutschland und da kommt zu mir jemand aus Pakistan, der kommt nach Deutschland zum Studieren, er hat keine Familie hier. Und wenn ich diese Familie, seine Familie in Pakistan kennenlernen möchte, was mache ich dann? Dann fahre ich nach Pakistan. Ich lasse meinen Bruder fahren nach Pakistan. Ich lasse meine Eltern nach Pakistan fahren. Die werden als Gäste dort empfangen. Und werden die Familie wirklich kennenlernen, wenn man als Gast für eine Woche da ist? Oder wird man nur ihm das Schönste von der Familie zeigen? Ich glaube, ich werde weniger Chance haben, die Familie kennenzulernen. Darum gibt es immer ein Problem, wenn man in dem heiratsfähigen Alter kommt und sagt, ich möchte heiraten, ich habe jemanden aus einem anderen Land kennengelernt, dass auch die Familie sagt, nein, du bist eine Marokkanerin, warte auf den Marokkaner. Du bist die Türkin, heirate nur einen Türke. Du bist ein Syrer, nein, du heiratest nicht eine Syrerin, sondern du bist aus Aleppo, du sollst einfach aus Aleppo heiraten. Es gibt nicht irgendeine Syrerin für die Syrer, sondern aus der gleichen Stadt. Das heißt, Syrien, Nord und Syrien, Nord und Süd sind zwei verschiedene Kulturen und wir lassen unsere Tochter und unseren Sohn nicht von einer fremden anderen Syrer heiraten. Wir sind Stadtleute, daher nicht von einem Dorfleute. Wir sind hier mal Strand- oder Meeresküstenleute, daher nicht von diesen Geschäftsleuten woanders, sondern aus der gleichen Kultur, aus der gleichen Stadt am Putz. Diese Entscheidung, dieses Problem, weil die Leute denken von vornherein, ein Partner wird geprüft, nicht nur über seine Persönlichkeit, sondern über die Person, im Umfeld, bei den Freunden, bei der Familie, vielleicht Beruf. Und wir sagen, was spielt sein Beruf, ist mal vor eine Rolle dabei. Und sagt man, wenn er diesem Beruf nachgeht, geht es nicht. Ich kenne schon einen Mann, der von etwa 12, 15 Jahren ungefähr geheiratet hat, hier in der Buchstadt gesagt, für seine Frau, aber du bist eine Ärztin. Du sollst Herrn heute im Ehevertrag unterzeichnen, dass du niemals Nachtschicht übernehmen wirst. Du arbeitest nur tagsüber, Nachtschichten übernimmst du gar nicht. Er hat gesagt, ja, ich werde gerufen manchmal. Er sagt, gut, dann heiraten wir nicht. Und die haben nicht geheiratet an diesem Tag, bis die Frau ihm eine Erklärung unterschrieben hatte, sie wird versuchen, keine Nachtschichten zu übernehmen. Wie gesagt, ich kann es nicht. Die Kinder schlafen im Bett und ich hier schlafe da und meine Frau ist nicht da, wenn die Kinder aufstehen. Ich kann die Kinder nicht selber stillen. Ja, das war eines der langen Probleme im Leben, dass er die Kinder selber stillen wird. Wie oft wird das passieren, dieser Fall? Vielleicht zwei, dreimal im Leben. Dafür riskiert dieser Mann die 50, 60, 70 Ehejahren
für diese drei, vier Fälle, die passieren könnten eines Tages. Auf jeden Fall, wenn jemand etwas Gutes genießen möchte, dann wissen wir schon, die Zutaten müssen stimmen, die Mischung und Methode und Rezept muss stimmen, die Zeit muss stimmen, Temperatur muss stimmen und Behandlungsschiffe. Familiengründe, verstehe ich jetzt mal einmal, das ist ein Wunsch. Ich möchte heiraten. Ist eine vernünftige Entscheidung, ist eine körperliche Entscheidung, ist eine gesellschaftliche Entscheidung, weil in unserer Familie, in unserer Gesellschaft mit 21, mit 22, mit 25 ist man schon verheiratet. Bis 30 dulde ich es. Nach 30 werde ich kämpfen gegenüber meinen Kindern und wir werden kämpfen gegenüber den Freunden. Warum habe ich das schon verpasst? Mit 35 kommt der Krach. Gut. Da gibt es jetzt mal auch irgendeinen sozialen Druck in verschiedenen Entscheidungen für den Wunsch zum Heirat. Dann kommt die Planung. Ich plane es. Ich suche nach bestimmten Kriterien den Ehepartner, die Person, die Familie, die Freunde, die Eigenschaften, die da sind. Dann werde ich die Familie führen. Wir leben zusammen 20, 50, 30, 60 Jahre gemeinsam. Wie gehen wir mit dem Alltag um, inshallah? Inshallah bekommen wir irgendwann auch jetzt mal unsere wunderbare, schöne 12 Kinder. Wir waren nur 11 Kinder zu Hause. Ja? Darum wünsche ich mir jetzt mal ein Kind mehr, als was meine Mama geboren hat. Erstmal braucht man die Kinder und die Kinder später werden heiraten, dann werde ich ein Schwiegerpapa, dann werde ich jetzt mal ein Opa, dann verschwinde ich aus eurem Bildschirm und ihr macht es weiter, inshallah. Das ist jetzt mal die Familiengründung mit all ihren Phasen, die da sind. Natürlich werden wir heute nicht über alle diese fünf Phasen sprechen, sondern über einen Teil davon und inshallah bei den nächsten Vorträgen können wir auch noch mehr machen. Was wir heute anbieten, mit dem anderen bieten wir manchmal in anderen Städten in einem Seminar für zwei Tage, Samstag und Sonntag, 8, 9, 10, 11 Vorträge, dass man am Schluss jetzt mal weiß, wie geht es mit der Familie, aber vielleicht in München wird es ein bisschen länger dauern. Verschiedene Elemente sind da bei dem Wunsch. Was ist heiraten? Welche Eigenschaften soll der Mann haben, die Frau haben? Welche Erfahrungen, positive und negative Erfahrungen ich habe? Wie können wir anfangen mit der Ehe? Welche Ziele hat die Ehe für uns beide? Ist die Liebe ein Komponent davon? Oder werde ich heiraten nur mit meinem Verstand, mit der Entscheidung? Die Planung, was ist jetzt mal mit dem Islam, mit dem Glaube? Erwarte ich jemanden, der aktiv ist in der Moschee, in der Gemeinschaft? Oder muss ich sein, Kopftuch, ja oder nein? Vollbart, ja oder nein? Ich kenne hier auch eine Ehe, wo die Frau vor der Ehe gesagt hat, wenn ich diesen Mann heirate, ich akzeptiere ihn, er muss sein Vollbart haben. Er muss seinen Bart wachsen lassen. Er hatte wunderbare, schöne Stimme beim Koran vortragen, aber das war für die Frau noch viel zu wenig. Er muss auch mit dem Vollbart, er hat sich auch mit dem Vollbart nicht getan. Die Rechte und Pflichten von uns beide als Partner, die Rechte und Pflichten von der Gesellschaft, die Rechte und Pflichten von der Justiz, die Rechte und Pflichten vom Islam, vom Koran und von Sunna des Propheten, die Finanzierung der Ehe, inshallah, die Kompatibilität zwischen unseren beiden Eigenschaften, Mann und Frau, die Mischehe, ob die Mischehe nur Mann und Frau aus der gleichen Gesellschaft oder Mann und Frau aus zwei verschiedenen Ländern, aus zwei verschiedenen Kontinenten manchmal. Wir hatten hier in München einmal eine Ehe zwischen einem Afrikaner mit einem Australierin. Wir haben in München geheiratet. Ja, welche Kultur, welche Tradition will jemand überwiegen dabei? Alles möglich, eine neue Konstellation ist dabei und die haben etwas wunderbar Schönes gebildet. Am Schluss war die Frau so stark, dass sie ihren Mann genommen hat und nach Australien zurückgegangen ist. Bei der Führung haben wir auch so viele Elemente, Kinder erziehen und die Phase von der Pubertät und irgendwann sollen wir die Kinder loslassen. Und manchmal wird man die Familie verschrotten und sich scheiden lassen, ist auch eine der Gefahren, die dabei sind. Und dann heiraten die Kinder an einem Tag. Das Heiraten, ich kann mich erinnern an einen Hadith des Propheten aus Sallam, der sagt, verlassen man kunna fihi, wajada halawata iman. Drei Eigenschaften, wenn die besitzt, da spürt er das Süße des Glaubens. Dass Allah und der Prophet ihm am liebsten sind,
dass er die anderen Mitmenschen lieb hat in Allah subhanahu wa ta'ala ohne irgendeinen anderen Grund, dass er es verabscheut, in den Unglauben zurückzutreten, wie es abscheut, in dem Feuer geworfen zu werden. Wer diese drei Elemente besitzt, dann spürt er, wie der Glaube, wie der Iman süß ist. Und dann sollen wir auch sagen, vier Dinge, wenn er auch besitzt, dann spürt er das Süße der Ehre. Nicht jede Ehe ist süß, man denkt es, nur von den Bildern. Aber manchmal gibt es auch bittere Ehe. Wie auch, es gibt auch bittere Schokolade. Ja, das ist auch nicht mal, Bitterlichkeit ist auch dabei, aber wer die Frage beantworten kann, warum heirate ich? Die andere Frage, wann werde ich heiraten, inshallah? Darum habe ich am Anfang gefragt, wer hat einen Plan in den kommenden 2 Jahren und wer hat noch nicht den Plan? Das dritte, wen ich heirate, wer verdiene ich und wer verdient mich auch am Schluss? Und die letzte Frage, wie werden wir heiraten? Zeremonie vor der Ehe und während der Ehe, wie führen wir die Ehe zusammen? Diese 4 Fragen muss jeder von uns die Fähigkeit haben zu beantworten, damit wir inshallah weitergehen. Die erste Frage, warum heiraten wir? Jetzt mal, warum heiratet ein Mensch? Ich habe es einmal bei einer Hochzeit den Mann gefragt, warum heiratest du? Du hast gesagt, Onkel, du bist frech. Ja? Lassen wir diese freche Antwort weg und suchen wir eine andere Antwort. Ja? Freche Antwort ist, gilt schon. Aber warum noch heiraten? Das ist eine Sünde. Das ist eine Sünde. Der Prophet hat gesagt, تَنَكَحُوا تَزَوَاجُوا تَنَسَلُوا فَإِنِّي مُبَاهِ بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ مَنْ اسْتَطَعَ مِنْكُمْ الْبَأَثَ فَلْيَتَزَوَّجُ Die Hälfte seines Glaubens zu erfüllen. Ich möchte meinen Glaube erfüllen, eine Pflicht erfüllen. Ja, noch? Damit das Leben weitergeht. Damit das Leben weitergeht. Da müssen auch noch weitere Kinder für die nächste Generationen da kommen. Inshallah. Ja, noch? Verliebt sein. Ich bin verliebt, verliebt. Und für verliebte Leute gibt es nur ein Medikament, heißt heiraten. Sonst stirbt dieser Mensch. Ja, noch? Gemeinsame Ziele. Wie? Gemeinsame Ziele. Gemeinsame Ziele. Ich kenne jemanden und wir möchten einen Vertrag haben, damit wir unsere Ziele erreichen. Das geht nicht alleine, braucht man einen zweiten Partner dafür. Und wie sieht man? Menschen heiraten als Abwechslung. Es ist langweilig, wie ich lebe. Ich brauche eine Frau, die jeden Tag mit mir Streit macht. Eine Abwechslung. Oder es ist menschlich. Viele Menschen heiraten, warum nicht? Ich auch. Ganz einfach in unserer Familientradition heiratet man mit 18, mit 19, ich bin schon 22. Ich höre es mir auf. Ich brauche jemanden, der für mich jetzt mal pflegt, kochen, waschen, bügeln. Und weil meine Mama nicht lebenslang bleibt, dann heirate eine Frau, die für mich kochen, waschen und bügelt. Ja? Okay, wunderbar. Oder ich heirate einen Mann, damit er jetzt mal auch erstmal die Finanzierung übernimmt für die Familie. Inshallah später. Er soll jetzt mal ein Auto fahren und mich überall hinfahren, wo ich möchte. Ich brauche diese Bedürfnisse. Oder wir zeugen unsere Kinder, damit das Leben weiter existiert bis zum jüngsten Tag, inshallah. Oder ich habe Gefühle der Mütterlichkeit und ich möchte Mutter sein. Und ich kann nur Mutter sein, wenn ich Kinder habe. Wenn ich nur Kinder habe und ich einen Mann habe, dann nehme ich einen Mann jedes Mal als Zweck zum Ziel und dann habe ich jedes Mal meine Kinder, ich bin eine Mama. Ich sage es euch, ich kenne solche Ehen, wallahi, ich kenne solche Ehen. Ja? Und wenn die Mama schwanger ist, hat sie gesagt, lieber Ehemann, auf Wiedersehen. Ja? Ich habe es erreicht, was ich will. Und nachdem dann die Frau das Kind bekommen hat, war sie enttäuscht. Sie wollte ein dunkles Kind haben. Nun hat sie mal ein dunkles Mann geheiratet. Aber das Kind kam viel zu heftig. Sie war enttäuscht. Da hat der Mann gesagt, gut, dann versuchen wir noch einmal. Dann heiraten wir bitte noch einmal. Damit jedes Mal vielleicht das zweite Kind, jedes Mal sagt auch jedes Mal die Gesetze, dass vielleicht nur ein Drittel oder ein Viertel von den Kindern würden hell sein. Wie gesagt, vielleicht beim zweiten Kind wird es dunkel sein. Solche Gefühle sind da. Ich möchte mich vervollständigen. Ich bin kein Mann genug, wenn ich allein da lebe. Ich brauche eine Frau, damit ich auch bei ihr diesmal mein Mann sein üben kann. Oder meine Frau wird mich
vervollständige, mich dabei zufrieden. Oder weil der Islam das von mir jetzt mal erwartet. Koran und Sunnah geben viele Anweisungen. Verheirate die gütigen Männer von euch zu den gütigen Frauen von euch. Und da, wenn Allah das von uns will, dann habe ich auch meine Liebe. Es gibt hier dann Menschen, der einen anderen Grund hat. Ich kenne auch in Deutschland hier noch zwei andere Fälle. Einer hat gesagt, ich heirate nur, damit ich die Steuerklasse 3 bekommen kann. Wallahi, ich kenne es. Ja? Ich kenne noch jemanden, der als Minister ernannt worden ist, habe ich ihn beglückwünscht, habe ich ihn besucht zu Hause. Wir kannten uns jetzt mal vorher. Ich habe ihm gesagt, ist alles schön und gut, jetzt mal, Sie sind ein Minister geworden und ich wünsche es Ihnen, dass Ihre neue Aufgaben die Familie nicht belasten. Sagt, welche Familie? Gesagt, Ihre Frau. Ja, ich bin nicht verheiratet. Jetzt muss ich eine Frau heiraten, weil als Minister werde ich in bestimmte Empfänge beim Staatsakten dort sein und alle Minister haben ihre Frauen dabei. Ich hole eine Frau, ich heirate eine Frau, damit die mich begleitet. Das heißt, deine Frau in diesem Fall ist nur für ihn die Begleiterin, wenn er bei einem Staatsbankett jetzt mal vortreten wird und eingeladen wird. Diese zwei Gründe habe ich nicht hier mal geschrieben, weil ich erwarte nicht, dass ihr alle Minister werdet. Ja, der ein oder zwei Minister hoffe ich, dass sie vorher geheiratet haben. Und keiner von euch wird heiraten wegen der Steuerklasse. Ja? Steuerklasse ist interessant, aber die Frau kostet mehr. Ja? Werden für die Steuerklasse bitte Finger davon weg. Was sagt der Koran jetzt mal über die Ehe? وَمِنْ أَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Es ist zu den Zeichen der Macht Allah subhanahu wa ta'ala ist dies, dass er für euch aus euch selbst eure Gattinnen und Gatten geschaffen hat, damit ihr bei denen eure Ruhe und Heimstätte findet und er hat zwischen euch Zuneigung und Barmherzigkeit gesetzt. Wahrlich, das sind Zeichen für Menschen, die nachdenken. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns bekannt, dass er für die Männer die Frauen geschaffen hat, die den Männer verdienen. Und zu den Frauen den Männer geschaffen hat, die Frauen verdienen. Ganz simpel und einfach. Wann wusste Allah, dass dieser Ahmed Khalifa auf die Welt kommen wird? Als ich geboren wurde oder ein bisschen früher? Früher. Wann? Mit dem Anfang der Schwangerschaft bei meiner Mutter oder noch ein bisschen früher? Wann? Bevor das Allah Himmel und Erde geschaffen hatte, wusste Allah, dass dieser Ahmed Khalifa am 24. Oktober bum 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 geboren wird. Ja, diese Angabe gebe ich nie gerne. Ja, 49. Gut. Ich bin 49 Jahre jetzt. Nee. Ja, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wusste vor der Schöpfung von Adam, dass dieser Ahmed Khalifa kommt. Stimmt es? Gut. Damit dieser Ahmed Khalifa kommt, wer sollen die Eltern sein? Papa und Mama. Hätte mein Vater eine andere Frau geheiratet, wäre ich biologisch existieren? Ja oder nein? Kann es nicht sein? Auf gar keinen Fall. Das heißt, damit ich existiere, dann musste meine Eltern heiraten. Sonst geht es nicht. Und damit mein Vater kommt, dann mussten die Großeltern heiraten. Und damit mein Großvater kommt, dann müssten die meine Urgroßeltern heiraten. Damit mein Urgroßvater existiert, dann muss es die Ururgroßeltern heiraten. Und damit der Ururgroßvater heiraten kommt, dann mussten die Ururgroßeltern heiraten. Das heißt, alle Beziehungen seit Adam bis heute sind von Allah subhanahu wa ta'ala so präzise geführt, damit jeder von uns in diesem Raum momentan da existiert. Wäre ich bei dem 200. Ururgroßpapa ein Fehler passiert, dann werden wir auf eine, zwei Personen von ihm vermissen. Aber Allah hat gesagt, wir werden da sein heute. Wir bekommen unsere Sawab, unsere Löhne für unsere Anwesenheit in der Moschee. Und damit das passiert, müssen unsere Eltern heiraten, Großeltern heiraten. Das heißt, diese Partner, Mann und Frau, sind vom Allah bestimmt. Was ich mache, ich suche die richtige Frau, ich suche den richtigen Mann und darüber werden wir heute sprechen. Wir suchen die Person, die schon existiert und von Allah schon bestimmt ist. Warum suche ich dann? Damit ich von Allah belohnt werde. Ich habe den richtigen gesucht. Ich habe die richtige besucht. Ich habe den richtigen akzeptiert.
Das ist von uns, von Allah subhanahu wa ta'ala, das Gewohnte. Damit wir diese Phase erreichen, spüren wir bei den Liebenden, war die Frage, man ist verliebt dabei, dieses Verliebtsein hat auch seine Phase. Diese Phasen können jeden Tag kommen, aber man darf nur heiraten, wenn man den Gipfel erreicht hatte. Weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, die Zuneigung ist das Wichtigste dabei. Allah hat zwischen dem Mann und Frau die Zuneigung erreicht, aber vor der Zuneigung war es mal einmal den Ishq, das Verlangen, die Hormone spielen verrückt. Ich denke, ich passe um diese Frau zusammen. Wir komplettieren uns gegenseitig. Was ich brauche, braucht sie auch. Was ich will, will sie auch. Wenn ich von ihr was verlange, ist sie bereit, das zu erfüllen. Was ich von ihm verlange, ist bereit zu erfüllen. Ich kenne schon den Fall bei der Verlobung, wenn die Frau oder das Mädchen den Jungen sagt, ich brauche ein Kugeleis, was machen die Jungs? Die kaufen 3 Kugeleis. Und bei, nach der Ehe, wenn die Ehefrau jetzt mal ein Kugeleis verlangt, was sagt der Mann? Sparen. Nein, nicht immer, wenn du etwas willst, soll ich das kaufen. Nein, nicht heute, später, anderes Mal. Ich kenne schon eine Scheidung, wo die Leute, beide sind Professoren. Er ist Professor für Physik, die war Professorin für Chemie. Die haben in München gelebt, sich schon weg von München. Die haben mich einmal angerufen, der Mann hat gesagt, hol 2 Zeugen, kommt für eine Scheidung. Warum, lieber Mann? Meine Frau verlangte heute am Marienplatz Mango zu kaufen. Es stand nicht auf dem Einkaufsliste Mango. Und die Frau hat Mango gesehen, hat gesagt, ich kaufe 2 Stück Mango. Hat gesagt, nein, das geht nicht, die Leute in Palästina sterben jeden Tag und du willst dich hier schon ein Mango in München. Wenn für nächste Woche schreib auf die Einkaufsliste Mango, dann kaufe ich die nächste Woche. Aber heute, nein. War für beide Entscheidungsgrund. Natürlich sind die nicht geschieden, weil ich habe was anderes gesagt. Nach dem Verlangen kommt die zweite Phase des Leidenschaft. Wer von euch war beim Verlangen? Alle natürlich, ja? Beim Leidenschaft hat jemand jetzt mal das Leiden geschafft? Hat man gelitten unter einer Beziehung? Ihr seid schon, ihr sagt es gar nicht, aber ich sage es, ich hatte es gerade. Dritte Phase, das Hinreißen, das Bezaubern. Ihre Augen, seine Stimme, wie er lustig und nett ist, wie die jetzt mal ihre Kleiderfarben einstimmt. Ich meine, ist alles richtig bei diesem Mann, ist alles hübsch bei dieser Frau. Aber irgendwann verliert man seinen Kopf. Die Kopflosigkeit und die Sinnesverwirrung kann ich mich erinnern bei meiner Mama damals, als ich diese Phase überquert habe. Ach, Mädel, hä? Was ging? Hä? Ich habe dich 3-mal gerufen, ich habe es nur 1-mal gehört. Wo warst du? Ich bin da. Sag nein, du warst woanders. Ich war natürlich woanders. Ein Stock weg. Bei meinem Nachbarn dort. Die ist jetzt mal heute meine Frau. Ja, das darf ich jetzt mal sagen. Und ich sage, ja, das hat diese Kopflosigkeit, man ist nicht dabei. Die fünfte Phase ist die Vernarrtheit, Verrücktheit und am Schluss erreicht man den Gipfel, die Zuneigung. Ich sehe nur, was sie sieht, ich verstehe nur, was sie versteht. Das ist eine andere Phase. Und da, wenn man das erreicht, ist man schon reif für die Ehe danach. Wenn ich diesen Personen meine Liebe zeigen möchte, dann soll ich jetzt mal, nee, ich soll gar nicht, ich brauche von euch die Hilfe. Wenn ich irgendein Mensch, den Papa, den Mama, den Bruder, die Schwester, den Lehrer, Amu Ahmad Khalifa, den Busfahrer, den Hausmeister, meine Verbundenheit zeigen möchte, dann tue ich irgendetwas, damit er sagt, ja, es gibt eine gewisse Harmonie, die existiert. Was mache ich mit meinen Eltern? Wie zeige ich denen, ich habe meine Mama lieb? Mein Papa, mein Bruder. Ja. Umarmung. Ein körperlicher Nimm. Mama. Und wenn ich das mit Mama mache, was passiert mit von der Mama? Entweder Taschengeld ein bisschen mehr. Oder die Süßigkeiten heute vorbereitet für mich. Oder morgen wird auch mal schon kochen. Ja? Aufpassen. Empfehlung für alle. Gut, körperliche Nähe ist eine Sorte. Zweite. Was mache ich mit Mama, mit Papa, mit Bruder? Respekt. Respekt. Papa, du bist der beste Papa der Welt. Mama, was du kochst, ist das Schönste. Ich mag immer deine Suppe, liebe Mama. Was macht die Mama? Die gleiche Suppe jeden Tag, bis ich die Nase voll habe von dieser Suppe. Bitte mach es nicht so. Mit Respekt zeigen ist wunderbar.
Nummer 3. Ist das alles? Geschenke. Dua machen. Möge Allah, dass du Papa weiter lebt. Nein, ich möchte nicht mit dir leben, möchte ich nicht. Ich möchte Ruhe haben für euch Kinder. Ich zeige dir, du bist ein toller Papa, toller Mama. Gehorsamkeit. Die Gehorsamkeit. Wenn die Mama sagt, bitte lieber so einen Müll rausnehmen, dann nehme ich den Müll raus. Dann ist Mama zufrieden. Sage Papa, bitte kaufe für mich das heute, dann kaufe ich das heute. Oder? Zeit nehmen, zusammensitzen, Gemeinsamkeiten, etwas tun, spazieren gehen, mich zum Arzt begleiten, auch wenn es für euch ist mal langweilig, mit den Eltern zum Arzt ist mal zu fahren oder einkaufen zu gehen. Ich kann nicht alles mehr tragen wie früher, ich brauche jetzt mal meine Kinder, dass diesmal für mich das Einkaufen tragen soll. Was kommt noch, liebe Jungs? Hat keiner von euch den Eltern die Liebe gezeigt, den Bruder die Liebe gezeigt? Jetzt weiß ich schon, warum eure Eltern für euch enttäuscht sind. Ja? Vielleicht auch bei Sachen helfen denen. Also, ja, helfen? Ja, Mama sagt, wir bekommen heute Gäste, lieber Sohn, nimm deine Tochter jetzt auf den Spielplatz und lass mich in Ruhe dabei. Bitte kannst du jetzt mal im Wohnzimmer ein bisschen Staub aufsaugen. Und sagt, nein, ich bin kein Mädchen. Warum hast du es gestern nicht gemacht? Ja, ich mache das nicht. Das sind deine Freunde, Mama, nicht meine Freunde. Ja, sind deine Gäste, nicht meine Gäste. Ja, gut, das kennen wir schon, diese Antworten. Noch eine. Beschützen. Erwartungen erfüllen oder überpassen. Erwartungen erfüllen, beschützen und Alhamdulillah, der Prophet gibt uns 5 Dinge. Den Respekt oder Lob und Anerkennung. Die schönen Geschenke hat keiner gesagt. Leider. Wer hat es gesagt? Das hast du gesagt? Ich bin taub. Die graue Haare, die graue Zelle, tut mir leid. Die Geschenke, die Zweisamkeit, Zeit nehmen zusammen, die körperliche Nähe, Umarmung an die liebe Mama und die Hilfsbereitschaft zu helfen, weil das braucht. Bitte macht euch gar keine Gedanken mehr. Das sind nur die 5. Und jeder Mensch von uns, diese, wie viele Milliarden leben auf der Erde heute? 7 Milliarden. 7 Milliarden, ja? Jeder von den 7 Milliarden hat eine davon, von der 5 Nummer 1. Eine Frage. Wer kennt sich selbst und sagt, ich bin der Typ 1, 2, 3, 4, 5? Sag nicht laut. Wer kennt sich selbst und sagt, ich kenne mich? Du bist der Typ, der am liebsten Lob und Anerkennung empfangen möchte? Oder lieber willst du Geschenke empfangen, oder lieber die Zweisamkeit, oder lieber die körperliche Nähe, oder lieber die Hilfsbereitschaft. Wer kennt sich und sagt, so bin ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Ich sag's jetzt mal, nur diese 9 dürfen heiraten. Alle anderen dürfen noch nicht heiraten. Ja, jetzt mit die Hände. Ja? Weil wer sich selbst nicht kennt, wird auf gar keinen Fall den Partner kennen. Wie kann ich ihn zufrieden machen? Diese andere Person ist wie ein teures Auto. Muss im Tank viel Liebe reinkommen. Und wenn das Auto Diesel braucht, ich darf nicht Benzin tanken. Sonst geht es kaputt. Und wenn das Auto Benzin braucht, darf ich nicht Diesel tanken. Ist auch kaputt. Und wenn der Mann Zweisamkeit braucht, kann ich ihm keine Geschenke geben. Die Männer möchten gar kein Geschenk haben. Warum? Es kostet Geld. Männer sind verrückt. Sagt jetzt mal, warum kaufst du mich schon diese nette und teure Sache? Ja, für dich? Nein! Geld hat es gekostet. Auf jeden Fall, ich muss jetzt mal mich kennenlernen. Ich muss meinen Partner kennenlernen und so kann ich ihn zufrieden machen. Ich übe alle 5 Möglichkeiten bei den anderen. Ich zeige ihm meine Lob und Anerkennung. Ich zeige ihm meine Geschenke. Ich zeige ihm meine Zweisamkeit. Ich schenke ihm die körperliche Nähe. Ich schenke ihm meine Hilfe. Und ich schaue, wie lange ist dieser Mensch zufrieden und ruhig. Ist er nur für eine Stunde oder für einen Tag oder für eine Woche? Wie kann ich jetzt mal bemessen und sagen, dieser Mensch ist welcher Typ? Wenn er länger zufrieden ist,
dann weiß ich schon, ich habe genau das getippt, genau erreicht, wie dieser Mensch versteht. Wer Lob und Anerkennung nicht versteht, und ich sage es eben, du bist ein toller Ehemann, sagt er, ich bin wirklich ein toller Mensch. Ich sage meine Frau, du hast wunderbare schöne Reis gekocht, ja, ich koche viel mal besser als deine Mutter. Typisch Antwort, an diesem Tag bin ich verletzt doppelt. Die hat meine Liebe nicht empfangen, die hat meine Mutter beschimpft. Hat sie meine Mutter beschimpft? Nein. Sie hat gesagt, ich koche besser als deine Mutter. Vielleicht stimmt es auch. Aber es ist kein Schimpfwort. Aber die hat meine Liebe nicht verstanden. Entweder bin ich enttäuscht oder ich suche es weiter. Was machen wir Männer? Wir sind sofort enttäuscht. Was machen die Frauen? Die versuchen weiter. Das ist auch diesmal typisch Männer und Frauen. Männer machen einmal, über zweimal, dritte Mal gibt es keine Chance auf jeden Fall. Diese Ehe, wenn diesmal so schön geführt wird, dann passiert bei ihr diesmal viele Wunder. Einmal zwei ganz fremde Personen heute, werden bald ganz vertraute Personen, wenn die geheiratet haben. Heute dürfen die nächstes Mal die Hand geben zum Gruß, morgen die Geheimnisse werden die verteilen und tauschen gemeinsam. Oder, obwohl dass sie beide von zwei ganz verschiedenen Geburtsorten da sind, dann führen die eine Ehe zusammen. Die Herkunftsländer von den Eltern total unterschiedlich, afrikanische und asiatische, und führen eine Mischehe oder manchmal führt man eine Mischmaschehe. Das ist auch jetzt mein wunderbarer, schöner Wunsch. Die Wünsche der Eltern und die Entscheidung von Allah subhanahu wa ta'ala, oft sagen die Eltern auf gar keinen Fall und manchmal heirate ich trotzdem aus diesem Gebiet, wo die Eltern gesagt haben, nein, weil die Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala von vorne hin hat gesagt, du heiratest aus diesem Gebiet. Die Frage von der Kompatibilität zwischen Mann und Frau bei verschiedenen Fragen. Jetzt frage ich mich, wenn ich eine Person kennengelernt habe und ich möchte prüfen, ob wir zusammen kompatibel sind und wir werden eine schöne, ruhige Ehe miteinander führen. Welche Elemente werde ich danach fragen? Was wird mich interessieren? Und bitte seid ehrlich zu euch selbst und lasst den Faktor Religion weg momentan, weil ich weiß schon, werden alle sagen, ich prüfe die Religiosität der anderen Seite. Ja, was noch? Bildungsniveau. Ich schaue mal, habe ich mein Diplom, hat sie auch jetzt etwas Näheres, Höheres oder Niedriges? Akzeptiert ein Mann eine Frau, die einen Doktortitel hat und der keinen Magister hat? Oder hat er Angst vor dieser Frau? Nein, gut. Bildungsniveau. Kochkünste. Kochkünste. Die Kochkünste. Kocht sie sehr schön, ja oder nein? Oder die Frau überprüft auch, ob der Mann gut kochen kann. Was noch? Nein, ich habe es schon mal gesagt. Ja, ich suche es von jemand anders. Ja? Der Umgang mit den Mitmenschen. Wie er mit den Mitmenschen umgeht. Seine Höflichkeit oder seine raue Art und Weise. Und noch? Schönheit. Noch? Ob sie unternehmensfreudig ist. Unternehmensfreudig ist, ja? Ob er Geld hat. Ob er Geld hat? Natürlich, habe ich 15 Euro in der Tasche. Aber wie viel geht es schon? Monatlich? 3000. Gut. Noch? Bescheiden. Bescheidenheit? Seine Familie. Seine Familie. Wie sieht bei der Familie aus? Gibt es eine Scheidung in dieser Familie? Gibt es in der Familie zwei Scheidungen, drei Scheidungen? Was spielt das für eine Rolle? Ob Scheidungen in dieser anderen Familie existieren? Was sagt das aus? Ja, wenn in dieser Familie fünfmal geschieden ist, die Mutter und die zwei Tanten und der Cousin, das heißt, in dieser Familie könnte eine sechste Scheidung auch akzeptiert. Und wenn meine Frau Probleme bekommt, die kann sich scheiden lassen, ich bekomme keine Unterstützung von der Familie. In der Familie scheidet sich tabu, dann kann ich auch sagen, meine Frau geht nicht weg, weil die Familie wird mich unterstützen. Insgesamt den Charakter. Den Charakter von diesem Mensch. Welcher Charakter am liebsten? Lustig zum Beispiel sein, ehrlich sein,
Oder, nee, ich muss ja nicht sein. Doch. Das heißt, es gibt verschiedene Elemente, die ich prüfen möchte. Ist seine Heimat ein Element und Faktor? Sage ich, als Tunesier brauche ich eine Tunesierin am liebsten. Ich bin offen für alles, aber zuerst in diesem Gebiet. Ja. Ja? Gibt es jemanden, der sagt, weil da bekomme ich manchmal jemanden, der sagt, ich suche eine Frau. Nein. Gut. Und welche Eigenschaft muss die Frau haben? Was sagen alle Männer, die zu mir kommen? Die muss eine religiöse Frau sein. Die muss nur zum falschen Gebet aufstehen und Koran lesen und lernen. Was gibt's noch, lieber Bruder? Sagt Wallahi nicht mehr. Lieber Bruder, bitte, noch eine zweite Eigenschaft. Wallahi nicht mehr. Ich bin frech, ja? Ich hole mein Telefon. Ich habe ein paar Angebote da. Das ist eine Schwester aus dem Land XY, vielleicht keine Länder jetzt mal dabei. Die ist geschieden, hat ein Kind. Nein! Das habe ich nicht gemeint! Und du hast gesagt, nicht mehr. Und da ist eine Frau aus Mittelafrika und hat den ganzen Koran auswendig gelernt, ist auch Koranlehrerin. Nein! Die kann ich niemals nach Syrien mitnehmen. Meine Mutter wird es infarkt bekommen am Schluss. Nein, kann ich nicht machen. Ich habe hier eine deutsche Frau. Nein, meine Eltern akzeptieren keine Europäerin. Das heißt, langsam fängt er mit 3, 4, 5 Nein. Am Anfang, weil er in die Moschee kommt, was sagt er? Der Glaube, Bescheidenheit, mehr brauche ich nicht. Wenn man ins Detail geht, dann gibt es 4, 5, 6, 7 Nein danach, nach der Herkunftsland, Alter, früher geheiratet, ein Kind von einer früheren Ehe, Hautfarbe, Sprache, Bildungsniveau, Geld und Reichtum. All diese sind Elemente. Da möchte ich jetzt mal mit mir selbst jetzt mal ehrlich sein und sagen, welche Elemente brauche ich für mich? Es interessiert mich überhaupt nicht, was in einem Buch steht von Listen, von Eigenschaften, sondern ich werde heiraten und für mich brauche ich meine Kompatibilitätsparameter, die mich zufrieden werden, inshallah. Und inshallah wird die Stadt München der Treffpunkt für beide zusammenkommen. Für die Prüfung der Kompatibilität haben wir einmal die Religion. Obwohl das im Islam es erlaubt, durch bestimmte Bedingungen, dass ein muslimischer Mann eine christliche oder eine jüdische Frau heiratet, aber die Religion ist eine der wichtigen Elemente. Haben wir irgendeine Studie, kennen wir uns jetzt mal so aus, wie viele Männer, die mit einer nicht-muslimischen Frau verheiratet sind, sind glücklich geblieben? Oder kenne ich niemanden? Und ich sage nur, weil der Koran das erlaubt. Habe ich gefragt, den Imam in der Moschee, welche Bedingungen soll diese Frau erfüllen und ihre Familie und ihrem Umfeld, damit ich sage, ich lebe in Zufriedenheit und glücklich mit dieser Person? Ich habe es erlebt, wenn ein paar Fälle, 3, 4, 5 Fälle, der Mann ist Vertreter bei einem Apotheken oder in der Industrie und er ist in Frankreich, kommt zurück am Montag von einer Reise. Die Tochter sagt, Papa, ich bin am Samstag getauft worden. Die Oma hat mich genommen am Freitag, zu sich in dem Dorf und dort war ich in der Kirche. Ich bin schon getauft worden. Papa, das ist das schönste Kleid. Papa, ich habe das Geschenk bekommen. Was macht der Papa? Nimmt sein Auto und fährt direkt zur Oma. Was möchte er mit der Oma machen? Erwürgen. Schlagen ist zu wenig. Töten. Erwürgen. Die Tochter ruft die Mama an. Mama, ruft die Polizei an. Mein Schwiegersohn ist unterwegs. Warum? Ja, die Oma hat das Kind jetzt mal getauft mit dem Kind des Vaters. Wusste die Mutter Bescheid? Ja, du wusstest Bescheid. Ich sage es nicht, dass alle Frauen das Gleiche tun, aber das kann ein Element sein im Leben der beiden Personen. Und viele Männer, wenn die heiraten, die sagen, inshallah wird die Frau innerhalb von einem Jahr Muslima sein. Weil ich habe es gehört von vielen Freunden, dass deren Frauen den Islam angenommen haben. Warum nicht auch meine Frau? Und dann nach 5 Jahren, 7 Jahren, 10 Jahren ist er enttäuscht, seine Frau ist noch nicht Muslima geworden. Warum? Weil er selbst den Islam nicht praktiziert hat zu Hause. Wie kann er von seiner Frau erwarten, dass sie den Islam annimmt, wenn er lügt, wenn er Drogen nimmt, wenn er Alkohol trinkt, wenn er Freundinnen hat,
wenn er diskutieren geht und sagt, du musst Muslimer sein, weil wenn wir den nächsten Sommer in meine Heimat gehen, muss ich meinem Vater sagen, meine Frau ist Muslime. Und dort werde ich keine Antwort trinken, mein Papa. Welche Frau akzeptiert, das ist mal nur ein Grund für eine Show in der Familie von diesem Mann dort. Das Alter, spielt das eine Rolle? Wer soll älter sein, Mann oder Frau? Mann. Und wenn die Frau älter ist, bis wie viele Jahre? Ein paar Monate. Wie war bei dem Propheten so? Wir haben gesagt, von unserer Erfahrung war der Prophet. Hatte der Prophet viel ältere Frauen geheiratet oder hat nur jüngere Frauen? Hat auch ältere Frauen geheiratet? Hat er auch jüngere Frauen geheiratet, die viel jünger sind? Jetzt eine Frage. Welche Frau war von den beiden Frauen glücklich und wer war traurig, dass sie diesen Mann geheiratet hatte? Kennen wir eine der Frauen des Propheten, dass die traurig waren? Nein. Die waren alle glücklich. Die viel ältere, die Khadija, die viel jüngere, die Aisha. Wie hat er das getan? Wie war sein Erfolgsrezept? Was hat er jeden Tag getan, dass diese Frau glücklich ist, dass die andere Frau auch glücklich ist? Er hat die Frauen sehr unterschiedlich behandelt. Die viel ältere Frau, die war auch eine Geschäftsfrau, war eine reiche Frau, hatte Treffen mit den Händlern gehabt, hatte bei den Karawanenmeister auch ab und zu getroffen und mit denen abgerechnet. Die hatte die Kinder gehabt, hat das Haushalt gehabt, sollte die Kinder erziehen, und der Prophet hat nur bestimmte Zeiten von der Frau verlangt, den Rest konnte er auf den Berg zum Rahara gehen und zu Allah subhanahu wa ta'ala beten. Und sie war zufrieden. Mein Mann ist nicht da, ich kann mehr mich intensivieren mit den Kindern, mit meinen Geschäften. Er hat für sie mal mehr Freizeit gegeben, damit die andere Beschäftigung macht. Und mit der Aisha, mit der viel Jüngeren, sie möchte rennen. Einmal oder zweimal ist er mit der gesamten Armee unterwegs und sagt für die Armee, zieht weiter, ich bleibe hier mit meiner Frau zusammen. Und dann die Frau, diese jüngere Frau, sagt ihr, du Aisha, wir rennen beide zu dieser Strecke und wir schauen, wer jetzt mal schneller. Das erste Mal ist die jüngere Frau, die ist schneller, die hat gewonnen. Nach ein paar Jahren ist sie ein bisschen dicker geworden und der Prophet ist schneller, sagt Aisha 1:1. Die Sache ist erledigt. Die Dame ist zufrieden. Die kann mit ihm auch wetten, die kann gewinnen, die kann verlieren, aber die sind beide fair. Als Kleinkind hat jedes Mal auch eine Puppe gehabt, hat mit der Puppe gespielt. Wer für uns Männer, wenn er eine jüngere Frau heiratet, erlaubt ihr, dass sie mit einer Puppe spielt? Ich werde ihm jetzt mal eine Krone geben vielleicht. Die spielt mit einer Puppe. Ja? Aber sie hat die Bedürfnisse gehabt, mit Puppe zu spielen. Er hat gesagt, ja, Puppe spielen, aber es gibt dafür islamische Regeln. Wie soll diese Puppe sein? Keine Ehrung, wie die Asnam, wie die Götzenbilder und so weiter und so fort. Die ist früher schlafen gegangen, bevor das Prophet nach Hause gekommen ist. Er hat ihr gesagt, nein, du wartest da, bis ich komme. Die hat geknetet, und damit die auch jetzt mal am nächsten Tag Brot backt, und als sie die ist geschlafen und eine Ziege ist gekommen, hat diesen geknetetes Mal gefressen. Und der Prophet hat gelacht. Die eine schläft und die Ziege hat das alles gegessen. Am nächsten Tag habe ich ein bisschen Hunger. Das ist alles. Ich kann daraus eine Tragödie machen. Aber ich kann auch darüber lachen und sagen, die schämt sich von alleine. Sie weiß, sie hat einen Fehler gemacht. Warum muss ich aus diesem Fehler noch eine Tragödie machen? Der hat es gespürt. Wer von uns kennt sich nicht so gut aus, ob ich perfekt bin oder habe ich Schwächen? Wer Schwächen hat, kennt seine Schwächen. Er braucht von mir nur die Hilfe, dass er mit den Schwächen aufhört, dass es ihm noch besser geht, inshallah. Die Finanzen, die Morgengabe muss auch reguliert werden, und ich weiß, was ich bezahlen kann. Ich weiß selbstverständlich, dass viele von den jungen Männern, die sagen, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala wird uns versorgen. Das stimmt schon. Aber ich muss auch jetzt mal einen Finanzplan haben. Was mache ich? Und wenn dieser Finanzplan passt, dann geht es weiter. Wenn es nicht passt, will Allah uns nicht im Stich lassen. Stimmt. Aber mein Finanzplan muss zuerst mal stimmen. Ich arbeite, ich bekomme ein Stipendium, ich erwarte das, ich habe das geerbt, ich habe meine Geschäfte,
mein Geld arbeitet auf dem Markt und ich bekomme von dieser Karawane so viel, von der Karawane so viel und ich brauche nicht selber jedenfalls zu arbeiten, sondern ich kontrolliere den Markt und am Abend, wenn ich verkaufe, einkaufe mit Internet. Gut, er hat das erreicht, aber er kann seine Familie ernähren. Auf seine eigene Arbeit. Und wenn ich das nicht einmal machen kann, wird Allah mich schon helfen. In Deutschland gibt es einen Sozialstaat, die will mir helfen. Aber ich kann nicht zu einer Familie gehen und sagen, ich, Ahmed Khalifa, ich lebe momentan von Hartz IV, es darf gekürzt werden, aber Allah hat mir das nur mir gegeben, ich möchte heiraten. Ja, es gibt Familien, die akzeptieren und sagen, ja, kein Problem, willkommen. In Berlin vor allem. Weil in Berlin gibt es keine Arbeit. Nur 20%, 30% der Menschen haben dort eine Arbeit und 60-70% haben keine Arbeit. Wenn die mal das Problem haben, dann wird das akzeptiert. Aber in München hier wird man nicht akzeptiert mit solchen Bedingungen, weil der Arbeit gibt und die anderen werden sofort als faul bestempelt. Nicht, dass sein Risk so ähnlich ist, sondern er ist faul. Ich muss das zeigen, auf jeden Fall für die anderen. Einverständnis von den Eltern, von beiden Seiten ist auch ganz notwendig, auf jeden Fall. Und ohne dies ist ein Problem, auch wenn man das machen kann. Wie wähle ich jetzt mal den Partner aus? Alle Männer, alle Frauen sehen ganz hübsch mal aus, alle sind gleich, aber es gibt bestimmte Elemente, die wichtig sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns jetzt mal gesagt, dass eine Frau wird gewählt wegen einer von vier Elementen. Ihrem Reichtum, ihre Schönheit, ihre Verwandtschaft und ihrem Glauben und innere Werte, wie es gesagt hat, ihre Manieren. Und je nachdem, was ich erwarte in meinem Leben, wer sagt, ich erwarte Reichtum, dann suche ich diese reiche Frau. Und wer sagt, ich erwarte Schönheit, dann suche ich diese schöne Frau. Wer erwartet den guten soziale Bindung, dann erwarte ich jetzt mal diese nette Familie. Wer den inneren Werte erwartet, dann suche ich jetzt mal nach dem Glauben. Und der Prophet Sallallahu sagt, gewinne die Frau mit dem richtigen Glauben, die sind eine Rarität. Wie die guten Männer eine Rarität sind, sind die guten Frauen auch eine Rarität. Und ich kann wählen, wie ich will. Reichtum, lustiger Mann, schönes Auto, hübsche Augen, alles ist interessant und gut. Aber niemals vergessen, dass die Religion, dass der Glaube, dass die inneren Werte viel wichtiger als alle anderen Elemente. Und da, es darf nicht mangeln dabei, bei der Religion, bei dem Glauben, bei den inneren Werten, beim Mann und bei der Frau. Die Harmonie zwischen Mann und Frau muss auch stimmen. Und die Harmonie kommt oder ist notwendig, weil unsere Eigenschaften als Mann und Frau sehr unterschiedlich sind. Ich komme aus einer Familie, die für mich einen bestimmten Katalog von Elementen gegeben hat, von Eigenschaften gegeben hat. Von Erwartungen habe ich meine eigene Erwartung. Jetzt haben wir gehört, Schönheit ist wichtig, Geld ist wichtig, Manieren und Ehrlichkeit ist wichtig. Was ist Nummer 1, was ist Nummer 2, was ist Nummer 3? Es gibt eine Hierarchie innerhalb dieser Eigenschaften. Diese Hierarchie habe ich von meinen Eltern einen Teil davon geerbt. Von meiner Religiosität habe ich das einen Teil geerbt. Und mein Mann oder der andere Partner hat auch seine eigenen Eigenschaften, seine eigene Liste. Stimmen beide Listen zusammen? Das prüfen wir in Kürze zusammen, inshallah. Das Denksystem, das kam das Wort Gehorsamkeit. Das war das System unternehmungslustig. Das sind zwei verschiedene Probleme. Die Gehorsamkeit heißt, ich mache nur, was der will oder ich mache am meisten, was der oder was die will. Unternehmen heißt, ich bin noch ein Partner, ich kann entscheiden und sagen, nein, das mache ich nicht heute. Wenn ich sage, nein, ist das gegen die Gehorsamkeit oder innerhalb noch des akzeptierten Gehorsamkeit oder Verständigung zwischen den beiden. Ich kann nicht sagen, ich habe keine Antwort. Ich erwarte von dieser beiden Person, dass die für sich selbst diese Frage beantwortet. Vorher, bevor sie heiraten und darunter leiden. Und wann ist das vorher? Während der Verlobung. Dafür gehört uns der Sunna des Propheten aus Sallam, dass eine Verlobungszeit, eine Verlobungsphase vor dem Heiraten kommen soll. Und da haben wir die Nähe von den Top-Eigenschaften zusammen. Und jetzt brauche ich jetzt mal eine Dame und einen Herrn, die auf unserem beiden Blättern da vorne was schreiben. Wer hat eine schöne Schrift? Er will nur schreiben, er darf nicht denken. Er ist befreit vom Denken.
Denkpause. Von der Dame wird kein Deutsch schreiben. Hallo. Bevor dass ich jetzt mal jemand rede. Und dem Jungs, wenn das bekommt, wenn das bekommt, dann kommt, bist du da? Ich habe meine Lösung. Ja, da. Wo ist mein Stift? Hallo. Komm. Mädchen, wo ist mein Stift? Komm. Dann. Einmal von den Jungs. Eine Eigenschaft, die wichtig ist. Laut sagen. Der Bruder schreibt es. Was will er machen in der Ehe? Kochen. Wie? Kochen. 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 Die Damen. Eine Eigenschaft, was erwartet ein Mädchen? Kochen. Kochen. Ja, er muss kochen. Wunderbar. Geduld. Er muss geduldig sein. Gut, oder sie muss geduldig mit mir sein. Ich erwarte, dass die Frau Geduld hat. Ich erwarte, dass der Mann Respekt. Die Frau muss Ehrlichkeit. Die Frau muss, der Mann muss gut verdienen. Die Frau muss Schamhaftig. Schamgefühle. Der Mann muss Bildung. Die Frau muss Putzen. Ja, gut, Haushalt, ja, genau. Der Mann muss Mithelfen beim Putzen, genau. Vor allem jetzt mal, wenn die Fenster so hoch sind. Gut, die Frau muss Vertrauen haben in den Mann. Vertrauen wird gebildet, Vertrauen wird nicht geschenkt, aber trotzdem, Vertrauen. Ja, der Mann muss die Frau beschützen. Ach, beschützen, der Papa hat dich geschützt. Der Papa hat den Mann dafür. Die Frau muss, ich brauche 10 Stück. Diszipliniert. Der Mann muss gut aussehen. Das heißt, ich habe keine Chance. Doch. Danke für deine Tröste. Die Frau muss wie? Auch gut aussehen. Der Mann muss Verantwortung übernehmen. Die Frau muss die Schwächen des Mannes nicht ausnutzen, sondern ihm helfen, diese Schwächen. Ja, dann wir ein Wort haben müssen. Kein Vortrag. Barmherzig sein, oder? Ja. Barmherzig sein. Der Mann muss vertrauenswürdig. Wenn er vertrauen will, muss er würdig sein. Allah, ihr macht mir das Leben noch schwieriger. Ja. In der Lage sein, Frau muss? In der Lage sein, Kinder zu bilden. Die eigenen Kinder. Aha. Erziehung. Kindererziehung. Wie? Ich höre gar nicht, hast du gehört? Ja, gepflegt. Gut. Frau muss? 10 Masken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibt's noch. Platz für 2 Stück. Ja? Mein Ticket ist verloren. Hä? Nein. Ein Ticket. Okay, Ticket. Der Mann muss ein Ticket zum Paradies sein. Gut. Und die Frau muss? Eine Jahreskarte zum Paradies. Ja, bitte, sagt einen. Muss sparen. Ne? Sparsam sein. Sparen, ja, du willst gehen, Geld, er möchte sparen. Ja. Gut. Danke, junger Mann, du darfst deinen Platz nehmen. Danke, liebe Dame, du darfst Platz nehmen. Und jetzt müssen alle aufstehen. Ah, ganz genau. Ich erwarte von den Damen, dass jede Dame 3 Punkte davon darstellt und sagt, das sind meine 3 Favoriten von diesen 10 Punkten. Ja, und die Jungs machen auch das Gleiche an der anderen Seite. Bitte, Dame Nummer 1, alle, kommen raus, alle. Und die Männer kommen alle von der anderen Seite.
Hallo! Alle! Was habe ich gesagt? Ich habe keine Zeit. Ja, die drei wichtigsten Elemente. Beim Mann. Gut, wunderbar. Was erwarten die Damen da am meisten? Nummer eins, Respekt. Mal schauen, genau. Was erwarten die Damen danach? Am meisten Bildung. Was erwarten die Damen am meisten danach? Verantwortung übernehmen. Was erwarten die Damen danach? Ticket zum Paradies. Das sind die vier wichtigsten Elemente, die die Damen in diesem Raum momentan erwarten. Natürlich, einer hat gesagt, auch mithelfen. Nur eine, ja? Kein Problem. Nur eine sagt, beschützen. Ja, ihr freut euch weiter. Hygiene, macht weiter, gibt kein Problem. Bei den Herren, ganz interessant, 13 sagen Ehrlichkeit. Wir sind alle ehrlich in Handel, wir haben kein Problem. Dann Vertrauen, dann Barmherzigkeit und Geduld. Haushalt, nur ein Mann erwartet es. Angenehmer, keine Angst. Diszipliniert sein, nur einer hat das erwartet. Erziehung, nur zwei haben das gesagt. Und Kochen, nur vier haben Hunger heute. Ja, ja, ja. Ist das ehrlich, was die Jungs geschrieben haben? die sind ehrlich. Aber die sind alle anders vorprogrammiert. Die gehen davon aus, Frauen können kochen sowieso. Ich kann das nicht erwarten, weil es sowieso da ist. Ja, und ich erwarte es nicht, das kommt von alleine. Und wenn die das nicht von zu Hause gelernt hat, die wird das bei mir lernen, wenn der Krach kommt. Auf jeden Fall. Jetzt sehen wir hier ganz oben Respekt und bei den Männern ganz oben ist Ehrlichkeit. Passen die zusammen oder gibt es Probleme? Einer ist ehrlich, der andere zeigt Respekt. Gibt es Widersprüche dabei? Nein. Nummer zwei, Bildung. Bei den Männern hat jemand eine Bildung erwartet? Geduld, Vertrauen, Barmherzigkeit. Die erwarten es nicht. Gibt es ein Problem dabei? Das haben wir da nicht. Verantwortung übernehmen muss er. Und Ticket zum Paradies, weit gefächertes Erwartung. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kann alles bedeuten dabei. Ja, das ist das Schönste, dass wir manchmal solche Ausdrücke verwenden. Ich bin enttäuscht. Wovon? Die erfüllt nicht alle meine Erwartungen. Welche sind die? Die muss eine gute Muslime sein. Was heißt gute Muslima? Das versteht jeder. Bitte www.gutemuslima.de. Die will jetzt mal eine Liste bekommen. Wenn ich selber nicht sagen kann, was ich erwarte von der guten muslimischen Frau oder Partnerin, dann wird sie auch nicht verstehen. Und darum kommt manchmal das Problem, dass wir uns nicht präzise genug ausdrücken können. Ich erwarte nun alles auf einmal mit einem schönes Wort, das unter sich alle Elemente mit einnehmen kann. Das andere Problem, wo manchmal das Problem kommt, ist das Problem Geld. Wir haben gesagt, es ist wichtig, Geld. Und gesagt, wichtig ist ausreichendes Geld. Wichtig, sparsam. Wenn ein Mensch sagt, für mich ist wichtig die Sparsamkeit, bei der Frau, die gesagt hat, ich brauche Geld, auch zum Sparen oder zum Ausgeben, was erwarten wir? Die Frau, die möchte, dass der Mann viel Geld hat, damit er das Geld sparen kann oder damit die das Geld ausgeben kann. Ausgeben kann, genau. Wenn diese Frau, dieser junge Mann heiratet, ist unglücklich. Warum? Er will zu viel verdienen, aber er möchte jeden Monat zu viel sparen. Wofür spart er? Er möchte ein Haus kaufen. Er möchte einen Sportwagen später kaufen. Er möchte eine Weltreise bezahlen können. Er hat einen Grund, dass er sagt, egal wie viel ich verdiene,
ich spare zu viel davon. Die Frau weiß, dass ihr Mann zu viel verdient. Was möchte sie machen? Ausgeben. Bessere Einrichtung zu Hause, ein besseres Auto haben momentan, den Urlaub bezahlen, die Kleider bezahlen, Hochzeit für die Tochter bezahlen und der Mann schimpft. Weil alles, was man hier bezahlt, wird hier für seinen Wunsch, Haus zu kaufen, verspäten und verschieben. Obwohl, dass die beiden mit dem Geld auf dem gleichen Niveau sprechen, wir möchten viel Geld haben, aber der eine möchte das ausgeben, der andere möchte das sparen. Wenn bei der Frau das Geld spielt keine Rolle, das heißt, ich möchte nicht reich sein, ich möchte nur viel Geld haben zum Ausgeben, ist Geld zu sparen auf die Reihe 12, 15, bei dem Mann ist Nummer 1, 2. Ist diese Ehe glücklich? Niemals glücklich. Jedes Mal, wenn die Frau ein Kleid kauft, gibt es Krach zu Hause. Der Mann sagt, wann kaufe ich mein Haus, wann kann ich meinen Sportwagen mir leisten können. Wenn er das Haus kauft, ist sie total unzufrieden. Warum hast du so ein großes Haus gekauft für 400.000? Es hätte jetzt mal 350 ausreichen, der andere 50.000 könnten wir das und jenes tun für unsere Möbel. Das heißt, bei diesem Thema ist eine große Diskrepanz zwischen den beiden Erwartungen. Was machen wir während der Verlobung, wenn wir sagen, wir passen zusammen, aber unsere Liste gibt es ein Problem dabei. Und für mich ist immer, die ersten 5 Punkte sind die wichtigsten. Ob die ersten 5 bei dem Mann, die gleiche erste 5 bei der Frau. Wohin Nummer 1 ist hier Nummer 3, wohin Nummer 2 ist hier Nummer 5. Dann passt schon zusammen, ist der Unterschied nicht so groß. Wenn das alles passt, ist in Ordnung, wenn es nicht, dann während der Verlobungsphase sage ich, lieber Mann, spar nicht zu viel. Lieber Mann, du sollst nicht nur 20% ausgeben für die Familie und 80% sparen, sondern gib 40%, spare 60%. Diskutieren wir, einigen wir uns auf 35%, 65%. Liebe Frau, gib nicht so viel heute, weil in 15 Jahren ist das Haus schon bezahlt, dann kannst du mit dem restlichen Geld im Rest des Lebens genießen. Sag nein! Ich möchte nicht in 30 Jahren, ich möchte heute genießen. Während der Verlobung, schaue ich, bewegt sich der Mann in der Richtung der Frau? Bewegt sich die Frau in der Richtung des Mannes? Wenn das passiert, dann sagen wir haben eine Hoffnung, wir haben ein Indizien, sie werden später in der Ehe gemeinsame Entscheidungen treffen. Sagt der Mann, nein, ich kann mich nicht bewegen aus dieser Position, sonst schäme ich mich bei meinem Vater, dann enttäusche ich meine Mutter. Dann mein Arbeitgeber, dann mein Kollege, dann mein Cousin, dann dieses und jenes. Dann sage ich, liebe Frau, verschwinde aus dem Leben dieses Mannes. Sei traurig 3 Tage, weine ihm nachher mal 3, 4 Tage, eine Woche und vergiss diesen Mensch. Du bist heute ein bisschen unglücklich. Es ist vielmal besser, als wenn du in der Ehe jeden Tag unglücklich wirst für die kommenden 50, 60 Jahre. Also umgekehrt auch. Die Frau sagt, ich kann das nicht akzeptieren, ich möchte niemals ein Haus kaufen, ich möchte niemals ein Ferrari kaufen, ich möchte nur, was wir da haben, nur 10% sparen als einen Polster für das Leben und den Rest ausgeben. Ich möchte nichts kaufen, ich bin zufrieden mit Gebäuden. Wenn die Frau sich nicht bewegen kann, dann sagt der Mann, vergiss diese Frau, egal wie hübsch und wie nett die Frau ist. Das ist eine Möglichkeit, wegzugehen. Oder die zweite Möglichkeit, sich selber zu prüfen. Kann ich mit diesen anderen Gedanken weiterleben? Kann ich akzeptieren, dass meine Frau hier einen Unterschied hat? Ein Mann, mein Mann, einen Unterschied hat? Oder sage ich jetzt mal, es gibt eine Bedingung, das zu ändern. Und ich sage, ich habe die Hoffnung, das zu ändern später. Und ich warne vor, dass man das verschiebt. Weil viele Männer, die diese Entscheidung verschoben haben, viele Frauen, die diese Entscheidung verschoben haben und sich nicht geändert hat, die haben darunter gelitten. Aber es ist unsere Entscheidung, als Männer und Frauen, was wir erwarten von einem anderen Partner. Der Dialog gibt uns auch ein Zeichen, inwieweit wir bereit sind, uns unsere Kompatibilität zu prüfen, dass wir uns verständigen können. Kennen wir uns jetzt mal? Wenn der Papa nach Hause kommt, was macht er? Das Erste, wenn er die Tür aufmacht, was macht er? Salam alaikum, wunderbar.
Wirklich, wenn der Papa diesen Gruß macht, sagt Salam alaikum, hat er den Frieden uns gewünscht oder nicht, Ivo? Oder sagt er Salam alaikum und schimpft sofort. Draußen im Garten sind diese Spielzeuge. Ich habe es gesehen, dass im Mülleimer draußen. Ich habe es geschaut. Ich habe die Nachricht von der blöden Note Zwischenzeugnisse bekommen. Und er schimpft sofort. Er sagt Salam, aber was macht er? Handkrieg. Aber sagen wir, der Papa hat Salam gesagt, kommt rein und fängt an, mit der Mama zu sprechen. Und er sagt, ich habe heute den Ahmed Khalifa zum Abendessen eingeladen. Was macht die Frau? Die sagt mit Khalifa heute, wir haben nicht so viel Essen für diesen Mann. Warum hast du mich nicht so davor gewarnt? Wann hast du ihm das gesagt? Ja, heute um 12 Uhr. Warum hast du mich nicht angerufen um 12 Uhr? Du kommst um 6 Uhr und sagst, der Mann kommt um 8 Uhr. Was bist du für ein Mensch? Diese Realität kommt dabei und wir schimpfen zusammen und jeder sagt dem anderen seine Meinung. Was bist du für eine Frau? Der Mann ist nett. Ich bin Bomberin, ja. Der Mann ist nett und wenn wir nur Käse und Brot haben, ist er auch zufrieden. Dann sagt er, nein, du bist eine Schande, wenn ein Gast kommt, dann möchte ich jetzt mal den Gast auch jetzt mal gut bewirten. Die beiden sagen eine richtige Meinung. Der eine ist einfach mit dem Bruder, die andere ist sehr freudig als Gastgeberin. Die zwei sind nett, aber die zwei passen nicht zusammen momentan. Und in diesem Moment, manchmal fängt man seine Gefühle, werden jetzt mal da gesagt, ich bin von dir enttäuscht, du bist eine Katastrophe, was hast du gemacht, ich schäme mich für dich. Und dann, der Ahmed Khalifa kommt um 8, wir vergessen es nicht. Am Schluss sagt die Frau, bitte lieber Mann, geh mal raus, kaufe das und jenes, ich koche für euch etwas, ganz schnell. Und die Sache ist erledigt und wir erfüllen unsere Bedürfnisse. Diesen Alltagsfrage, die wir immer treffen, Papa kommt, sagt Salam alaikum, wir sind alle zusammen, Papa, wie geht's dir? Und dann sagt er, wo warst du heute Mittag? Ja, ich war in der Schule. Nein, ich habe eine andere Nachricht. Du warst nicht in der Schule, du warst in der Moschee. Ja, wo warst du heute? Ich war in der Moschee. Nein, habe ich eine andere Nachricht bekommen. Jemand hat dich am Marienplatz gesehen. Ja, ja, ich war in der Moschee, da immer am Marienplatz. Papa, ich habe es aber vergessen, den zweiten Teil zu erzählen. Das heißt, da kommen die Meinung, kommen die Gefühle und dann erledigen wir es. Sehr oft hört man manchmal auf bei der Meinung oder bei den Gefühlen. Sagt, ich kann nicht mehr. Obwohl, dass die weitere Diskussion bringt uns zu dem Gipfel der gemeinsamen Entscheidung, dass wir die gemeinsamen Bedürfnisse erfüllen können. Und da ist meine Empfehlung für meine Geschwister, ob das in der Schule mit bestimmten Fächern, ob das mit Klassenkameraden, ob das mit den Eltern zu Hause, ob das mit den Ehepartnern, ob das mit den Verlobten, bitte hört niemals bei der Meinung, bei den Gefühlen auf. Sondern erfüllt zu dem Gipfel, dass wir eine gemeinsame Entscheidung treffen. Und dann lerne ich davon, von diesem Fall, wie geht es weiter zum nächsten Mal. Weil das Leben wird nicht mal aufhören mit einem Herausforderung, einem Auseinandersetzung, das kommen die nächste und die nächste und die nächste. Wenn wir zusammenleben, möchten wir eine Ordnung haben und einen Katalog für Aufgaben von Rechten, von Pflichten gemeinsam erfüllen, inshallah. Diese Harmonie, die wir erzielen möchten während der Verlobungsphase, ist kein Zufall. Das haben wir gesagt. Am ersten ist die Verliebtheit. Wir haben uns total lieb. Und ich sehe, dass meine Frau, das Mädchen, das Schönste der Welt, der Mann ist der Netteste der Welt. Er ist total lustig, ist total höflich, ist total ehrlich. Und dann irgendwann bekomme ich eine Enttäuschung. Meine größte Enttäuschung war eines Tages, als ich mit meiner Frau ein Bad habe, wir treffen uns am Marienplatz um 2 Uhr Mittag. Ich gehe dort jetzt mal um 14:45. Ich warte bis 3.30 Uhr. Und meine Frau ist nicht gekommen. Was habe ich gemacht, diese anderthalb Stunden ungefähr? Ich habe innerlich gekocht, ich habe geschimpft. Warum habe ich geheiratet? Warum habe ich mit dieser Frau Termin vereinbart? Das nächste Mal lasse ich die zu Hause, ich hole die von zu Hause. Besser als dass ich da stehe, eine anderthalb Stunde am Marienplatz. Was habe ich gesagt? Was haben die Eltern diese Frau erzogen? Was hat die von Manieren? Was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, wir wollten zum Arzt gehen, die ist krank, sie soll das nächste Mal allein gehen, ich werde meine Frau niemals begleiten. Ich habe alles innerlich gesagt. Nach anderthalb Stunden kommt meine Frau total genässt und was ist? Sie sagt, ich warte auf dich, wo warst du? Ich sage, ich warte da. Wie viele Ausgänge hat Marienplatz? 6 Ausgänge. Ich warte an einem Ausgang, ich warte auf einen anderen Ausgang.
halben Stunde. Wir haben uns nicht richtig vereinbart. Und in diesem Moment bereue ich es bis heute, das sind fast über 25 Jahre der Fall, ich war dumm eines Tages. Ich war viel zu früh mit meinen Vorurteilen gegenüber die Ehe, gegenüber meine Frau, gegenüber ihre Eltern, gegenüber ihre Krankheit, gegenüber meine Zeit. Alles war ich jetzt mal total traurig dagegen und gegenüber. Ich war es nicht in der Lage zu suchen, an welchem Ausgang ist meine Frau, die hat es gemacht, ich habe es nicht getan. Die Enttäuschung kann kommen, aber danach kommt auch der Machtkampf, diese Vorurteile. Ich bin besser, nicht schlecht. Ich vermute, die hat auch das Gleiche gehabt. Dass sie auch gesagt, was ist von einem Mann? Wie alle Araber kommt er niemals pünktlich nach Hause zu seinen Terminen. Und wenn man spricht über den anderen, dann entdecken wir beide die gleiche Nähe. Wir sind beide gleich blöd, jeder steht an seinem Ausgang, ohne zu fragen, wo der andere ist. Ja, ich kenne meine Frau, die geht immer bei dem Fischerbrunnen, weil das ist der Weg zum Bus 52 zur Ausländerbehörde. Ja, das ist unser Weg jeden Tag. Wenn wir zusammenfahren zum Marienplatz, gibt es diese Richtung. Und ich habe es gedacht, meine Frau geht jetzt mal immer zum anderen Seite, wo Herzi und, wie heißt der andere? Der Kaufhof. Ja? Meine Frau geht jetzt Richtung Kaufhof und geht jetzt mal, sagt mein Mann jetzt immer Richtung Fischerbrunnen. Und ich stehe jetzt mal am Kaufhof, ich stehe am Fischerbrunnen dort. Das war das Problem. Dabei habe ich entdeckt jetzt mal die Nähe gemeinsam. Und wenn wir das entdecken, dann wissen wir schon, wir akzeptieren uns gegenseitig mit all unseren Eigenschaften, die da sind. Und da kommt die Harmonie. Wenn man aufhört zu sprechen beim Machtkampf, dann werde ich niemals genießen, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Ich muss das beenden, den Machtkampf. Das ist das Allerschönste, wenn Auseinandersetzungen da kommen. Ich möchte es beenden bis zum letzten Punkt, was da ist, auf jeden Fall. Welche Eigenschaften die Ehefrauen haben, hätte ich das erwartet, aber heute haben die Jungs das mal gesagt. 60% haben gesagt, die Frau muss in gottesfürchtig sein. 40% haben gesagt, die Schönheit ist das Wichtigste, vor allem den Augen. Die soll mich lieb haben und Gefühle haben, die muss intelligent sein und verzeihend, innere Schönheit, Sensibilität, humorvoll und Geduld, nur 3%. Welche sind die Aufgaben der Männer? Haben die Männer gesagt, Versorgung der Familie, 54%. Der Mann will seine Frau zum Islam einladen, 27%. Schutz und Sicherheit geben, 22%. Ich kann euch jetzt mal diese Folien nicht mal schenken, gar kein Problem. Schreibe ich mal Onkel Khali at hotmail.de und du bekommst es mal kostenlos. Ja? Er muss Verantwortung tragen, 12%. Respekt und Verständnisse, 10%. Fürsorge, keine Wutausbrüche. Zeit für die Familie, nur 2% der Bürger haben gesagt, wir bieten das oder wir erwarten das von den Männern. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Unterschiede zwischen Männern und Frauen dabei. Und da kommen wir zu einer wunderbaren, schönen, hübschen Phase, Phase der Verlobung. Nachdem ich jetzt mal jemanden gewählt habe, nach meinen Bedürfnissen, nach ihren Fähigkeiten, wir haben gesagt, wir gehen das gemeinsam, dann brauchen wir das Einverständnis der Familie, dass wir beide füreinander reserviert werden. Oder dass wir eine bestimmte schöne Phase der sich anpassen, nachgehen, damit wir später sagen, ja, wir heiraten. Machen wir die Verlobung heute oder das nächste Mal? Ich glaube, das nächste Mal. Wunderbar. Dann haben wir das Gebet. Dann nach dem Gebet, wenn Fragen da sind, Buffet ist schon da, ist eröffnet jetzt, aber wird jetzt mal gegessen nach dem Gebet, inshallah. Wir sagen noch einmal, so kann man auch haben, nicht aber wieder hinterher. Das ist doch so. Yeah.